Herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Chef der Zerstörer. Nachdem wir in der letzten Folge noch geschafft haben, Weevil Underwood für unsere Sache zu gewinnen, geht es nun weiter nach Kanada. Und wir wissen, wer in Kanada wartet. Der T-Rex. Hier ist ein Duelland, ich weiß es. Die Neo-Gurus tolerieren keinen Widerstand. Sei lieb und sag uns, was du weißt. Er ist in der Höhle. Die Neo-Go ist hier, als ob er die kennt. 2 gegen 1 ist nicht fair, zeigt etwas Stolz. Weinen hilft bei den Neo-Ghouls auch nicht. Du verdammter... Unser Kleiner hatte Freunde. An euch treten wir uns gleich die Füße ab. Mit Templar 6 an meiner Seite könnt ihr nichts ausrichten. Ich verliere nicht gegen Neo-Ghouls. Templar 6, mit wem willst du es aufnehmen? Mit dem Rechten. Menge. Einfach mal das hier. Was hat er hier? Ein Traum. Dämon besiegt Traum. Natürlich. Aber Dunkelheit besiegt auf jeden Fall schon mal Licht. Ja, aua. Glaube ich. Traum besiegt Dunkelheit. Also ein Dämon wäre jetzt was Schickes. Ah, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wind. Da müssen wir noch mal ran. Habe ich jetzt gleich den rechten genommen? Ich glaube ja. Okay, ist schon mal ein besserer Start. Sphäre-Roboter. Das, so fängt man. So sollte man anfangen. Ja, also wie ihr auf jeden Fall seht, es kommt halt immer noch viel aufs Glück an, weil man dann entsprechend auch das entsprechende Geld hat für gute Karten, dann muss man halt schon wirklich sehr, sehr viel grinden und ja. Demnach ist es schon eine ganz gute Entscheidung, wie ich das jetzt gemacht habe. Und eigentlich auch, dass wir eine höhere Duellantenstufe direkt haben, das macht es halt ein bisschen angenehmer. Wie ihr ja seht, ist es immer noch schwierig. Aber ja, fairer. Zumindest von meiner Seite aus, weil die Gegner haben sowieso stärkere Karten als ich, zum Teil. Und ja, ich muss halt sehen, wo ich bleibe. Damit haben wir jetzt das Duell gewonnen. Er greift uns jetzt wahrscheinlich an. Sogar mit einer Stärkung. Aber meine Fallenkarte... das ist stark. Licht. Das ist stark, aber... Ah, perfekt. Rufe ich meinen Genie. Du wirst das noch büßen. Danke, ich bin dir etwas schuldig. Wenn du Hilfe brauchst, musst du nur fragen. Was? Sie sind überall in Domino? So leicht kommen diese Neo-Ghouls nicht davon. Okay, überlass es mir. Ich werde ihnen schon Beine machen. Suchen wir... uns einem anderen Verbündeten, wie es klingt. Okay, dann speichern. Dann gehen wir mal zu den Galapagos-Inseln, da sollte dann auch nochmal jemand rumturnen. Im Tempel offenbar. Mal der. Sag etwas. Du machst mir Angst, das ist so unheimlich.
Oh hey, du kommst mir wie gerufen. Erledigst du für mich diesen Typen? Ich hab Probleme mit ihm, verstehst du? Mir macht er auch Angst. Leider nicht so. Tu mir ein. Ja, mach ich's doch. Ich wollte nur sagen, dass er mir auch Angst macht. Komm, wir machen nochmal eine Ante. Ich pokere jetzt erstmal auf Dämon. Und leider habe ich halt meine Schwesterkarte jetzt erstmal geopfert. Das ist nicht besonders stark. Am besten keine Fallenkarte, dankeschön. Fallenkarte, glaube ich, schätze ich, denke ich. Dann lieber das schwächere Monster geopfert. Okay, keine Falle. Das ist eine gute Sache. Dann. Oh, super, das ist schön. Die Karte, die ist letztes Mal gegen im Duell gegen Herr Umbra oder der andere. Also halt, wo wir Weevil Underwood gerettet haben. Okay. Wow, Schleimfrosch. Warum nicht? Ich hatte schon ein bisschen Angst. Okay, da hat er wohl ein Lichtmonster offenbar gelegt. Nein, hat er nicht, aber einfach nur ein sehr schwaches Monster. Okay, hätte ich mal die Landtour doch gespielt. Ich glaube, das war's dann jetzt auch. Wurmdrache. Ja. Kann ich reinmachen. Das ist ein Erdmonster. Verloren. Ja, endlich. Endlich gerettet. Aber sagt, was führt euch her? Verstehe, so ist das also. Könnte es etwas mit dem aufgewühlten Meer zu tun haben? Ich glaube nicht, dass das alles ist. Ich mache mich jetzt jedenfalls auf den Weg nach Domino. Okay. Können nach Domino heimkehren. Erstmal die neue Karte ins Deck packen. Hier, der Wurmdrache ist ein Erdmonster. Ein starkes Erdmonster. Mit meinem Schutz. Dann gehe ich mal in mein Deck. Ist ja schon fast so stark wie der Leogun hier. Vielleicht mache ich auch einfach den Leogun dann dafür raus. Ja, ich glaube, das mache ich. Oh, ein bisschen oben. Wenn ich nur die zwei Erdmonster habe, dann. Ja, ich mach mal den Leogun raus. Weil ist schon fast so. Wobei nicht so ganz, aber ist schon okay, passt schon. Guck mal, was ist das? Großer Bruder, dürfen wir mitkommen? Nein, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber die Neogors sind fast dort. Fast fort. Warten wir, bis Templar 6 und seine Freunde zurück sind. Unser großer Bruder ist ein Angsthase. Angsthase? Was meinst du damit? Du bist ein Angsthase, weil du Angst hast. Streitet euch nicht. Mach doch, was du willst. Aber du musst auf alle aufpassen. Okay, großer Bruder, ich verspreche es. Los, kommt dann. Yay! Meine Brüder können mich zur Verzweiflung bringen. Oh, da seid ihr wieder. Die meisten Neogolds sind aus Domino vertrieben. Nur einige Unbesiegte hängen hier noch rum. Könnt ihr sie nicht finden und besiegen? Ja. Okay, danke. Die sind bestimmt noch auf dem Turm-Ohrenplatz. Nicht auf dem Ohrenturmplatz?
Echt gar nicht in den Geonodes. So ein Friedhof kann man auf jeden Fall nicht. Kuckucku, Frischfleisch für mich. Da ist er. Er ist es, Templar 6. Er ist bestimmt einer der letzten Neo-Ghouls. Einer von denen, die Robert erwähnte. Ganz schön hartnäckig. Gehen wir. Ja, tu es, Kyberman. Nieder mit dem Big Five. Ich danke euch. Bereitet euch auf den jüngsten Tag vor. Big Five. Der ultimative Richter, Kyberman. Final Cut Flash. Ah, wir sind erledigt. Die Gerechtigkeit liegt stets. Ihr Sieg ist gewiss. Merkwürdig, aber cool. Kyberman. Schaut euch den an. Kuckucku, so stark bist du also, Kyberman. Ja, natürlich. Die Gerechtigkeit liegt stets. Dann nimm meine Herausforderung an. Oh je, ein geheimnisvoller Duellant. Wie Mokuba immer guckt, voll böse. Exodia, zerstöre! Nein, Kyberman. Er taugt nicht als nichts als neues Neo-Ghouls-Mitglied. Oh, wirklich stark. Du hast die Kraft eines Neo-Ghouls-Duellanten gezeigt. Sehr beeindruckend. Ich wusste, ich konnte mich auf mein Gespür verlassen. Es ist ein Zeichen, er ist unser neuer Herr. Was sagst du da? Vergib uns, dass wir uns noch nicht vorgestellt haben. Wir sind die Big Five und wir suchen einen neuen Herrn und Meister. Betrügt ihr uns schon wieder? Ihr habt uns zuerst verraten. Du hast kein Recht, dich über uns aufzuregen. Verräter! Okay, dann arbeitet für mich. Ruft erst einmal diese Kinder dort zusammen. Ich muss mit ihrem Bruder sprechen. Er hat meinen Untergebenen übel mitgespielt. Sofort, Meister. Ihr geht doch wohl nicht. Was? Auf keinen Fall. Du schon wieder. Pipi, ich muss pipi. Mein Gespür führt mich hierher. Du bist wohl ein Witzbold. Big Five, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Okay. Wir helfen auch. Komm, Templar. Dieses Mal wird alles anders. Okay. Okay. War schwach. Also halt wirklich schwach. Aber wenigstens sieht man, dass auch die Gegner mal ein bisschen Kartenglück brauchen. Dann ist es auch schon mal ein bisschen fairer auf jeden Fall. Oh, hat eine Karte gezogen, krass. Statue der Azteken. Ja, die nehme ich auch direkt mit auf. Starke Verteidigung und ein Erdmonster. Los, Jinzo! Cyber Energy Chocker. Oh nein! Aua! Bitte wartet! Wow, diese Typen sind aber nicht sehr loyal. Großer Bruder! Ich hatte Angst, großer Bruder. Es tut mir leid, großer Bruder. Tut mir leid, dass ich dich einen Geizhals nannte. Mach dir nichts draus. Ich war auch nicht so höflich. Großer Bruder, du bist doch unser einziger Held. Hey, so viel zu unserer Superhelden-Show. Großer Bruder, geht es ihm gut? Damit wären die Neo-Ghouls erledigt.
Ich muss Pipi. Ishizu ist vermutlich auf der ägyptischen Ausstellung. Das sagt mir jedenfalls mein Gespür. Beeil dich, du musst Ishizu helfen. Status. Stamm. Angriffskraft. Ich wollte jetzt erstmal. Verteidigung in dem Fall. Genau, hier diese Monster, das ist ein Erdmonster. Dann gucke ich mal in mein Deck. Sortiere nach Angriffskraft und nehme einfach mal das schwächste Erdmonster heraus. Mal kurz. Was ist das für ein Element? Steinkrieger. Ich nehme mal den raus, weil ich habe noch diesen Wiesenfeldbonus und damit würde er an Kraft gewinnen. Mein großer Bruder besucht den Chef der Neo-Ghouls. Okay. Ah ja. Ich habe zwar nicht mehr allzu viele Lebenspunkte, aber ich möchte mir mal den starken Duellroboter anschauen noch. Nein? Nein. Standard und höher. Experte. Ja. Hopp, 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 hopp. Keine Ante. Die fängt schon mal gut an mit einem 2000er Monster. Noch ein 2000er Monster. Ja. Tja, dann wie viel Geld haben wir? Naja, nicht so viel. Dann geht es beim nächsten Mal weiter bei der ägyptischen Ausstellung. Aber weil hier blockiert ist, müssen wir noch ein weiteres Mal mit dem Duel Express fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser doch etwas kürzeren Folge diesmal. Aber in der nächsten Folge geht es richtig ab. Ich verspreche es euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.